die Frage auch gestellt. Jemand meinte, man solle von dir kein Wissen nehmen, man soll nur Wissen von Gelehrten nehmen, von Ulama. Dann sagen wir erstmal, wo ist dein Beweis dafür? Dann sagt er wahrscheinlich, Fas'alu ala dhikr in kuntum la ta'lamun. Frag die Leute des Wissens, wenn ihr nicht wisst. Das ist aber kein Beweis, dass nicht jemand, der etwas weiß, das, was er weiß, weitergeben kann. So. Dann fragen wir ihn ja, von wo nimmst du denn das Wissen von den Gelehrten? Wo sind denn die Gelehrten hier in Deutschland? Wo sind die denn? Dann sagt er, ja, wir haben Kontakt mit den Gelehrten hier und da. Ach so, das heißt also, du folgst einer Übersetzung, die dir irgendjemand gegeben hat. Okay, guck mal hier, wovon wir Wissen nehmen hier. Schar Akida Tahawiyya, Imam Tahawi, großer Gelehrter. Alim, hier. Fadilat al-Sheikh, Abdurrahman, Abbarak, Al-Barak. Das ist einer, der 40 Jahre unter Sheikh bin Baz studiert hat, gilt als einer der größten Gelehrten in Akida in Saudi-Arabien. Dann hier, Usul al-Iman, Fidawul Kitab al-Sunnah, Idaru, Nukhbatu min al-Ulama. Das heißt, du nimmst das ja auch von Kassetten. Von Telefonaten, wir nehmen es von Büchern und von Kassetten und von vielen anderen Sachen. Dann haben wir hier noch, Sharh, Nabth ala Sharh al-Sunnah al-Barbahari, Rajahu wa Sahahahu, Samatu Sheikh Abdul Aziz im Abdullah al-Sheikh, Mufti am Mamlakat al-Arabiya Saudiya. Das ist hier unterzeichnet worden von dem Mufti von Saudi-Arabien und so weiter und so fort. Wo nimmst du das her? Wo nehmen wir Wissen her? Haben die gedacht, wir haben uns irgendwas aus dem Hut gezaubert oder wie? Aber das ist, guck mal, das ist eigentlich so. Erstens, diese Aussage ist völlig unrealistisch, weil wir in Deutschland keine Gelehrten haben. Zweitens, die Aussage ist falsch, weil wir unser Wissen auch nur von Gelehrten nehmen. Und drittens, Bruder, sowas sagt nur jemand, der ein Problem in seinem Herzen hat. Das ist der Punkt. Bruder, überleg mal, ach, da draußen sind Millionen von jugendlichen Muslimen oder Hunderttausende von jugendlichen Muslimen in Drogensucht versunken. Das weiß jeder Einzelne. Beten nicht, fasten nicht, haben eine Freundin. Und du erzählst uns hier was von Pierre Vogel soll keine Dauer machen, das sollen nur Gelehrte machen. Der hat zu heiß gebadet, Achi. Ja, Achi, guck mal, was das für ein Schwachsinn ist. Das heißt, die sollen lieber in die Hölle gehen. Da kommt er mit, ja, aber die Bida, die ist schlimmer als eine Maasi. Bida ist schlimmer als Maasi. Stimmt, sagen auch die Gelehrten. Ja, welche Bida hat denn der Pierre Vogel? Ja, er ist ein Freund von Yusuf Estes. Ach so, okay. Ja, das ist ein Freund von Abu Saq al-Hawaini, der ist Takfiri. Ja, aber eben schon gesagt. Abu Saq al-Hawaini, ja, der hat eine Aussage gemacht bei tausenden Vorträgen. Ja. Und dann, irgendwann haben wir da mal den Fehler gefunden. Komischerweise. Bei so vielen Königen könnte man so viel finden, sobald du was sagst, direkt, vielleicht hat er das so gemeint oder so gemeint oder so. Warum nicht dieselbe Herangehensweise? Bei Abu Saq al-Hawaini. Ja doch, wir haben den Nasir, kennen wir den doofen, das dumme Gelaber. Ja, ja und der kennt den Sheikh Marawi. Ja, kenne ich, stimmt. Der ist auch dafür. Nee, ist eine Lüge. So, das heißt, dein ganzes Konzept ist nur auf Lügen und dumme Gelaber aufgebaut. Ja. So. Ja, soll man nicht, wie gesagt. Und außerdem, Bida ist schlimmer als eine Maasi. Wir reden hier erstmal von Maasi, die dabei sind, Leute aus der Religion rauszuwerfen. Und wir reden zum Beispiel nicht zu beten, ist nach der Meinung von vielen Gelehrten großer Kuffer. Zum Beispiel, und dann muss man sehen, diese Leute, ach, wie viele haben wir gesehen, die Zweifel in der Religion gehabt haben, die im Kuffer waren. Okay.
Ist Bidda schlimmer als Kuffer? Wenn wir angeblich Bidda haben. Ja? Wenn wir angeblich eine Bidda gemacht haben. Bring uns das doch mal, die Beweise dafür. Ja, dann heißt es ja, die machen Takbir. Die sagen Takbir. Ach so, Mashallah. Das ist eine Bidda. Ja, warum denn? Ja, der Prophet hat das nicht gemacht. Sagst du ja. Dann definieren wir mal Bidda. Worin gibt es denn eine Bidda? Definier mal. Ja, das ist, wenn man einen Weg erfindet, um Allah näher zu kommen. Zum Beispiel sagt er das so. Weißt du, wir machen die Takbirat nicht, um Allah näher zu kommen. Wir machen das nicht als Ibadah, wir machen das nur als Zeichen der Freude. Jetzt? Warum ist denn eine Bidda verboten? Eine Bidda ist verboten, unter anderem, weil man damit indirekt behauptet, dass der Prophet die Botschaft nicht vollendet hat oder dass man etwas erfunden hat, was besser ist als das, was der Prophet a.s. gebracht hat. So. Wir sagen von vornherein, wir machen das nicht als Ibadah, um damit Allah näher zu kommen, sondern nur als Zeichen der Freude. Ich esse mit der Gabel. Ist ein Mittel, um zu essen. Und das ist ein Mittel, um Freude zu verbreiten. So. Aber, glaub mir eins, wenn das das Einzige ist und du bringst mir einen vernünftigen Beweis dafür, dass ich falsch damit liege, höre ich damit auf. Wir brauchen keinen Takbirat. Nur, ich weiß, dass die Brüder sich extrem darüber freuen und dass das dem extremes Selbstbewusstsein gibt. Und ihr habt das vielleicht selber schon mal erlebt, wenn ihr dabei, der ist gerade am Lachen, wenn ihr selber dabei gewesen seid, was das für ein schönes Gefühl ist. Ja, so. Das ist das. So. Aber auf jeden Fall, liebe Geschwister, es gibt viel Gelaber, ja, und es gibt keinen Beweis dafür, dass man nur Wissen von Gelehrten nehmen kann. Ja, und es gibt keinen Beweis, und wir nehmen das Wissen von Gelehrten, nur das Problem ist, ihr habt eine Dawa-Polizei. Das heißt, sobald irgendein anderer Gelehrter kommt, der kann auch die Kutub Sitta auswendig können, da kommt die Dawa-Polizei und die finden was. Wer sucht, der findet. Und dann heißt es, nee. Er hat aber einmal das und das und das gesagt. Alles klar. Oder wenn man nichts findet, dann erfindet man was. Haben wir auch schon. Wie zum Beispiel Sheikh Marawi ist Takfiri. Erfinden wir was. Ja, weißt du es besser als die Gelehrten? Ja, weiß ich. Weil ich den kenne, persönlich. Weil ich hunderte Schüler von dem kenne. Deswegen war ich das besser. Ganz klar. Und wer sagt, dass das ein Takfir ist, ist ein Lügner. L-U-G-N-E-R. Lügner. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. So, und jetzt müssen wir beten und möge Allah einigen Leuten Gehirn geben. Und noch was anderes. Die sollen sich lieber mal einen Vortrag angucken und wenn sie was Falsches gefunden haben, sollen sie es doch Bescheid sagen. Kann doch alles passieren. Aber du kannst einen Vortrag machen, wo du aus 20 Büchern zitierst und 10 Verse vom Koran und dies und das und Beweise bringst ohne Ende, heißt das danach immer noch, ja, er kommt aus Deutschland, hat sowieso keine Ahnung. Alles klar. Salam alaikum wa rahmatullah.